Das US-Landwirtschaftsministerium hat zwei kalifornischen Unternehmen die Zulassung zum Verkauf von Laborhühnchenfleisch erteilt. Dieses wird in großen Behältern mit Hilfe von Zellkulturen gezüchtet, die ursprünglich aus tierischem Muskelgewebe stammen. Völlig schlachtfrei ist das Verfahren laut der Deutschen Verbraucherzentrale nicht. Zur Gewinnung der benötigten Nährlösungen müssen meist Tiere getötet werden. In Singapur wird das Fleisch bereits verkauft. In der Europäischen Union ist Laborfleisch bislang nicht zugelassen.